Ja, bei mir ist jetzt Oliver Hampel, Paläopathologe. Heißt das, was Sie, Paläopathologie heißt das, was Sie hier betreiben. Und Sie können uns ein bisschen erzählen, was hatte er denn für gesundheitliche Probleme, soweit man es schon sagen kann, unser Tristan? Ja, also im Moment können wir auf jeden Fall sagen, dass er Schwierigkeiten mit seinem Kieferapparat hatte. Wir sehen an dem linken Unterkiefer einige Schwellungen, sehr deutliche Schwellungen. Wir sehen auch, dass die Knochensubstanz, die Spongiosa, an die Oberfläche tritt, was uns sagt, dass er hier wirklich ein massives Problem hatte. Das kann, sage ich mal, aufgrund eines Tumors zurückzuführen. Es kann aber auch sein, dass dem eine Entzündung zugrunde liegt. Aber die Knocheninnenstruktur, die wir jetzt in naher Zukunft erst genauer studieren, die wird uns hoffentlich helfen, eine genauere Diagnose zu stellen. Wie werden Sie das denn machen, wenn es parallel zur Ausstellung passieren muss? Ja, also der Schädel kam ja schon relativ zeitig. Der kam im April oder Mai, glaube ich. Da hatten wir noch genügend Zeit in Ruhe, die Oberfläche der Knochen zu studieren und auch, sage ich mal, den ganzen Schädel zu scannen. Nicht? Also die computertomografischen Daten liegen ja bereits vor. Natürlich sind wir auch in andere Projekte involviert, konnten noch nicht so genau schauen, was jetzt die Hintergründe dieser, sage ich mal, Auffälligkeiten sind. Aber das werden wir halt in Kürze sicherlich oder, sage ich mal, in den nächsten Monaten genauer erfahren können. Problem ist natürlich, wir können nur mit der Knochenstruktur arbeiten. Wir haben ja keine Körperflüssigkeiten, in denen man irgendwelche Viren oder Bakterien oder Antikörper feststellen kann, wie beim Menschen, sondern wir können nur aufgrund der Morphologie eine Klassifizierung einer Krankheit oder eine Diagnose stellen, was nicht ganz so einfach ist. Denn es gibt viele Krankheiten, die sind relativ eindeutig ermittelbar oder klassifizierbar, einige wiederum nicht. Und dann müssen wir einfach sehen, wie ist der Erhaltungszustand, um das klarer sagen zu können. Er zeigt auch einige Zahnwachstumsanomalien, ja, also auch im Oberkieferbereich sind da auch einige Auffälligkeiten. Ob die miteinander zusammenhängen mittelbar, das müssen wir dann hinterher interpretieren, wenn wir genauer wissen. Die Ausstellung wird jetzt erstmal eine geraume Zeit so bleiben. Natürlich wird der Saal dann eben nochmal für eine kurze Periode geschlossen, indem wir dann nochmal genauere Untersuchungen vornehmen können. Auch das Postkranialskelett ist ja noch nicht gescannt worden. Auch das werden wir noch machen. Und das wird einfach dann noch passieren müssen. Ja. Ja, Cornelia Itzer, Wirtschaftssenatorin, Ihre Senatsverwaltung hat maßgeblichen Anteil an dieser Ausstellung, nämlich Sie haben, soweit ich das weiß, die Versicherung übernommen für einen T-Rex. Was muss denn da versichert werden und was kostet so eine Versicherung? Es ist ein einmaliger Fund, entsprechend ist er natürlich auch ein Juwel und Teures muss versichert werden. 10.000 Euro monatlich kostet die Versicherung, aber wir haben das auch gern gemeinsam mit dem Bundesforschungsministerium so ausgehandelt, unbürokratisch, denn wir wollten T-Rex Tristan Otto auf jeden Fall nach Berlin haben. Ja, dann schließe ich natürlich die Frage an, was bedeutet diese Ausstellung für Berlin? Zum einen ist die Ausstellung mit Sicherheit Besuchermagnet. Das freut mich als Wirtschaftssenatorin für die Tourismusmetropole Berlin. Es ist darüber hinaus aber, und ich bin ja auch Forschungssenatorin und darüber ist das Ganze gelaufen, dies ist ja nicht nur ein Museum, das eine Ausstellung bietet, sondern auch ein Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft für Biodiversität. Es ist weltweit renommiert und als der Eigentümer mir gerade gesagt hat, für ihn war das der perfekte Ort. Tristan Otto wird hier durch ein Forscherteam begleitet werden, internationale Wissenschaftler, aber auch Experten der Charité sind beteiligt. Toshiba als Unternehmen ist mit bildgebenden Verfahren involviert. Wir haben die große Erwartung, dass aus diesem rund 66 Millionen Jahre alten Skelett auch noch Erkenntnisse für die Forschung von heute, sei es im Klimabereich oder auch im medizinischen Bereich, entwickelt werden.
Sie haben das ja vorhin so kurz anklingen lassen. Wie groß sind denn die Chancen, dass Tristan nach diesen 3 Jahren vielleicht hier bleibt? Jetzt müssen wir Berliner erst einmal um Tristan werben. Den ältesten bekannten Dinosaurier der Welt in der Stadt zu haben, da haben wir etwas geschafft, das kann man Berlin nicht mehr nehmen. Jetzt ist er mindestens 3 Jahre hier zu Hause. In der Zeit sanieren wir auch mit Mitteln des Bundes und des Landes das Bestandsgebäude, damit Tristan Otto sich hier wohlfühlen kann. Und dann wird man weitersehen. Weil Sie es gerade ansprechen, die Sanierung. Es gibt ja hier durchaus auch Bereiche, die noch eher ein Schattendasein fristen. Werden die denn von diesen Finanzspritzen auch was abbekommen? Ja, selbstverständlich. Uns geht es natürlich um dieses Leibniz-Museum im Ganzen. Wir haben einen ersten Bauabschnitt bereits realisiert. Jetzt ist der zweite mit 31,5 Millionen Euro Förderung in der Umsetzung. Wir wollen natürlich das Naturkundemuseum als weltweit renommierte Forschungseinrichtung Berlins weiter ausbauen. Hier gibt es auch viele Exponate, die der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht zugänglich gemacht werden können. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Ja, rund um die Ausstellung gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Das finden Sie und viele andere Infos auch unter www.naturkundemuseum-berlin.de. So, und das war's von uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Machen Sie es gut.